Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier mit unserem guten Cal Kestis in einer Mine, immer noch. Beim letzten Mal sind wir genau hier stehen geblieben und wurden, ja, ziemlich zerlegt, muss ich sagen. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, ja. Das war die Bestätigung, ja, dass ich mich hier nicht ranwagen sollte. Der ist einfach zu knapp. Der ist zu krass. Der ist einfach zu krass. Wir werden uns. Und durchatmen. Ja, ja, durchatmen. Wir werden uns erstmal hier raus beamen, eine Schnellreise machen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, zu den anderen Meditationsposten uns zu beamen. Das wäre hier. Nicht wahr? Ist jetzt die Frage. Ich beam mich jetzt erstmal hier hin, ja, weil das ist vor der Mine und von da können wir dann halt auch in die anderen Richtungen rennen und laufen und schauen, was wir da noch machen können. Ich gucke jetzt nur mal ganz kurz auf der Map, ja, ob dieser fette Gegner, dieser Rancor, wo ist er, ob er hier eingezeichnet ist. Ja, das sieht... Wiederherstellung. Nee, das nicht. Kann ich hier irgendwas platzieren? Pin entfernen. Eine Markierung ist das hier, aber kann ich den Pin irgendwie verändern? So, dass ich weiß, dass da ein fettes Monstrum auf uns wartet? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Durchnässte Grotte. Weil hier steht, zu 100% erkundet. Erkundet ja, aber ich habe halt diesen fetten Gegner noch nicht besiegt, ne? Ach, hier ist ja noch ein Gerücht. Finde die verschollenen Prospektoren. Okay. Das wird uns wieder hier hinführen. Das führt uns natürlich wieder hier hin. Die Nebenquest. Und dafür müssen wir wahrscheinlich diesen Rancor besiegen. Aber momentan nicht möglich. Keine Chance. Da hinten ist er. Wir kommen wieder. Das ist gar kein Problem. Was seid ihr denn? Was ist das? So, einmal zurück. Und jetzt. Was? Kletterkabel. Was, ein Kletterkabel? Wie Kletterkabel? Kann ich da hochklettern, oder? Jägersteinbruch. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Da hinten wieder so Staub, Staubkugeln, Staubbälle. Ja, komm. Na, das bist du. Kann ich dich eigentlich... Aus der Entfernung geht das also auch. Das ist natürlich einfacher. Das verbraucht natürlich Macht. Das darf ich nicht unterschätzen. Ja. War jetzt vielleicht nicht so schlau. Diese Billo-Gegner, diese vermeintlichen Billo-Gegner, mit meiner kompletten Macht zu zerlegen. Kann ich hier hoch? Oh, was ist denn das da? Da komme ich hoch, tatsächlich, ja. Was gibt's hier? Das stinkt wieder nach Bossfight. Ich weiß noch nicht warum. Aber du bist kein Boss, oder? Oh, da hinten ist einer. Oh, okay. Beruhig dich mal. Nee, nee, nee. Das ist mein Stein. Das ist mein Stein. So, den schnapp ich mir auch. Ja, gefällt dir das? Okay, es war kein Boss, aber es war ein Mini-Boss. Mini-Mini-Boss. So, darf ich ihn mal weg? Danke. Und dieses Bösschen, so nenne ich ihn mal, der hat diese Kiste hier bewacht, die wir hacken können. So wird's gemacht.
Oh, ein neues Outfit. Jägerjacke, handgemachte Schutzschichten aus der Natur, die ein einzigartiges Gefühl von Identität bewahren. Gefällt mir gut, das ziehe ich an. So sind wir ein bisschen naturverbunden zu diesem Ort hier. Passend, finde ich. Oder? Gefällt mir. Wir sehen aus wie so ein Steinzeit-Kollege. Oh, Moment, was? Ja, scan mal. Gut, das hätte ich fast übersehen. Was ist das? Die Goroko-Zuflucht. Gorokos bauen ihre Nester an den vorteilhaftesten Stellen. Geschützt vor den Elementen und mit möglichst breitem Sichtfeld. In der Regel bleibt nur das Weibchen im Nest, um sich auszuruhen und den Nachwuchs zu schützen, während das Männchen auf die Jagd nach Nahrung geht. Goroko, sind das... Was ist das nochmal? Sind das diese riesigen Viecher? Weiß gar nicht, was er jetzt gescannt hat hier, ehrlich gesagt. War das die Säule? Keine Ahnung. Da hinten ist noch was. Bevor ich wieder zurückgehe, schaue ich mir das an. Da ist ein Echo. Ein Echo. Echo wahrnehmen. Kein schlechter Sound, das muss ich sagen. Aber es fehlt was. Das wohl nicht. Das ist es. Doch, das ist es. Gratisprobe. Ash Javi und Hens Treuer und Hens? Hens Treuer DJ-Droide DDEC gehören zu Kobos exzentrischen Neuankömmlingen. Man findet sie oft an unsicheren Orten im Tal, wo sie jedes Geräusch aufnehmen, das ihre Neugier weckt. Vielleicht werden wir diese Person kennenlernen. Das würde mich doch sehr interessieren. Ein DJ-Droide also, ja? Mhm. Sieht aus wie bei Jurassic Park hier gerade da unten. So ein bisschen. Wegen diesen Möchtegern-Chocobos. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Wir können uns alle auf den Weg machen in diese Richtung. Da hinten, das schaue ich mir mal an. Oder hier. Was ist das hier für ein Weg? Wo führt der hin? Zum sicheren Tod. Hallo? Wo rennt denn der hin? Der lockt uns wieder ins Verderben, oder? Wie immer. Na klar. Die greifen uns überhaupt nicht an. Okay, ganz ruhig. Okay. Wer will noch? Wer hat noch nicht genug? Warum tue ich das immer? Okay, nice. Waren das alle? Das lief sehr gut. Ein Stim nehme ich trotzdem. Das lief super gut gegen so viele kleine Gegnerhorden. Was möchtest du hier scannen? Die weisen Jäger. Schlinger jagen im Rudel. Eine nützliche Strategie, auch nachdem die oftmals verzweifelten und glücklosen Prospektoren nach Kobo kamen. Ein einzelner Jäger stellt für einen Prospektor mit Blaster kein Problem dar. Aber wenn er in ein Nest voller Bestien gelockt wird... Gelockt wird. Das machen die nämlich tatsächlich. Sieht die Situation gleich ganz anders aus. Das sind schlaue Jäger. Aber für uns trotzdem kein Problem. So, ich dusche mal eine Runde. Schön, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So langsam kommt ein gewisser Duft hindurch. So, hack mal bitte. Mach dein Ding, Kumpel. Was haben wir jetzt? Toll. Eine Bomberjacke? Komm schon, wir haben gerade was Neues gefunden. Wobei, boah, die sieht auch geil aus. Wird häufig von abenteuerlustigen Piloten und Schurken getragen. Gute Qualität, aber mehr Form als Funktion. Ja, was soll's. Die sieht echt cool aus. Ah, die sieht echt cool aus. Passend zu der Frisur. Ich mag das, dass es hier sehr viele Ausrüstungsgegenstände gibt, die man suchen und finden kann, vor allen Dingen. So, ich glaube, wir haben hier alles. Den fetten Kopf da oben können wir uns nicht angucken, oder?
Kann ich hier hoch? Ich glaube nicht. Ich denke nicht, dass es hier hoch geht. Es ist nur ein Nest von diesen Schlingern gewesen. Die haben wir mit Bravour gemeistert. Diese Falle. Wir machen uns weiter auf den Weg. Und zwar in diese wunderschöne Steppe. Gefällt mir richtig gut. Also wie das Game an sich aussieht, das ist schon mega gut gemacht. Sehr, sehr atmosphärisch. Oha, da hinten sind wieder... Oh! Will ich mich da einmischen? Hey, sag mal! Keine Zeit! Ich werde dich brechen! Ich werde dich nicht. Nicht sterben. Ich brauche Hilfe. Er hat sich geheilt. Du hast mich erwischt. Das habe ich wohl. Großer Angriff. Aber auch das haben wir sehr gut gemeistert. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist noch ein Echo. Das höre ich mir mal an. Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein. Und frag bitte nicht mehr. Eine Aufgabe zu viel. Nein, das Problem werden wir nicht haben. Wir nehmen alle Aufgaben an. Die Prospektoren auf Kobo wollten möglichst schnell und einfach bezahlt werden. Anfragen, mysteriöse Monolithen zu untersuchen, die anscheinend niemand betreten konnte, stießen daher rasch auf Ablehnung. Was? Mysteriöse Monolithen untersuchen? Das ist unser Ding. Das müssen wir machen. Versteckt er sich hinter dem Ding? Nee. Ich dachte gerade, der bückt sich, der versteckt sich hinter diesem Geländer hier, hinter diesen Stangen, aber das ist nicht der Fall. Was gibt's hier? Nüscht. Eine Kiste. Danke. Wieder Ausrüstung. Nein, aber helle Metalle haben wir jetzt. Schön. So, hier geht's offensichtlich nicht weiter. Kann ich hier hoch? Okay, das geht sogar, aber da geht's nicht weiter. Nicht von hier oben irgendwas sehen? Irgendein Secret entdecken? Ein Sekret? Ich glaube nicht. Da ist so ein kleiner Außenposten hier im Gestein. Sieht ganz nett aus, aber eine größere Funktion hat das hier dann doch nicht. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen weiter von einem Ort zum anderen. Was? Wer redet da? Irgendein Druide? Ich weiß jetzt nicht genau, von wo das kam. Von hier vielleicht? Da! Ja, ja, ja. Ist hier irgendwas versteckt? Hier unten? Nö. Okay, wir gehen also direkt auf sie zu. Kommt her! Freunde! Dreht euch um! Oder auch nicht. Mist. Das lief sehr gut. Oh, das ist eine Tür, die wir... Ich dachte, ehrlich gesagt, die könnten wir eindrücken. Können wir nicht. Können wir uns auch nicht zu uns ziehen. Können nicht wegdrücken. Dann müsste es ja aber ein versperrter Weg sein, oder? Ja, okay. Ist es tatsächlich. Was ist denn? Was ist das denn hier? Hier geht's hoch. Hier können wir entlang, um hier hinzukommen. Das schaue ich mir mal an. Dafür müssen wir auf diese Felsen hier kommen.
Und auf der Map ist immer so einiges zu sehen. Auch Wände, die man entlang laufen kann. Das ist eigentlich ganz nett. Also diese Wand hier, die war auf der Map eingezeichnet. Die hier. Das heißt, da kann man hoch. Tatsache. Nice. Sag mir, wir finden irgendwas Cooles. Wehe, wenn nicht. War das jetzt richtig? Oh ja, das war richtig. Hier mussten wir hin. Aber was gibt's hier? Außer einen toten oder einen zerstörten Druiden. Na du, was machst du denn hier Schönes? Keine Sorge, ich tu dir nichts. Noch nicht. Noch tue ich dir nichts. So. Kann man hier rein? Da könnte man, glaube ich, sogar rein, ja. Ich guck nochmal gerade hier oben. Oh mein Gott. Oh, man kann hier auch rein. Erstmal den Weg hier, was auch immer das hier ist. Ich glaube, das ist der etwas sicherere Weg. Da kommen wir in denselben Raum. Was? Was möchtest du scannen? Sehen wir es uns an. Sehr gerne. Eine mechanische Berührung. Der Außenposten ist klein, wächst aber stetig. Diese Entwicklung bedeutet, dass mein Geschick als Mechaniker Aufmerksamkeit erregt hat. Ich wurde um Hilfe gebeten. Er wollte es nicht, aber ich habe es trotzdem getan. Ich denke, die Automatisierung einiger dieser Kugelgranaten hat uns weitergebracht. Kugelgranaten? Was? Was soll das bedeuten? Ich möchte diese Kugelgranaten haben, bitte. Oh. Oh, da ist die Tür von innen. Können wir trotzdem nicht zerstören, schade. Aber hier kommen wir jetzt rein. Was gibt's denn hier Schönes? Wir können wieder was scannen, dann machen wir das doch zuerst. Bevor Bidi durchdreht. Ein zurückgezogenes Geschenk. Die anderen graben zu viel. Sie beschädigen die Würfel. Es reicht. Es reicht. Die Kugeln werden sie aufhalten. Sie werden sich von den Würfeln fernhalten. Sonst. Ja, okay. Was ist das jetzt? Hey, nicht schlecht. Noch ein Prioritklumpen. Ich dachte, wir kriegen hier irgendwas Neues. Oh, das kann gehackt werden. Okay, ich dachte mir schon, dass es für die Tür ist, aber wären wir hier sonst nicht rausgekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wir sind echt nur für einen Prioritklumpen hier reingekommen. Hacken? Nein, noch so eine Bombe möchte ich, glaube ich, nicht haben. Oder möchte ich so eine Bombe haben? Ich guck mal, ob ich die draußen gebrauchen kann. Ich glaube aber nicht, oder? Oder wofür könnte ich die Bombe gebrauchen? Da hinten vielleicht irgendwas? Gibt es da irgendwas, was ich zerstören möchte? Zerbrechliche Struktur. Hallo. Dafür brauchen wir das also. Ich wusste, das ist nicht nur, um hier rauszukommen. Das wäre so ein bisschen unsinnig. Ja, da hätte man einfach die Tür von innen öffnen können, aber wofür so eine Bombe mitnehmen? Es musste einen höheren Sinn geben. Und den gibt es. Komm mit. Ja. Komm, alles wird gut. Du wirst einen höheren Nutzen haben, mein Freund. Du willst mich doch verarschen, Mann. Du bist genau... Hm? Was denn? Was passiert? Also, mein Plan ist jetzt, hier zu hacken, eine Bombe mitzunehmen. Das ist der erste Versuch. Mal sehen, ob es klappt. Junge, ey. Zielgenauigkeit minus 2000. Das muss ich noch ein bisschen verbessern. Aber ich bin so ein bisschen...
ein bisschen hibbelig. Weil ich weiß nicht so recht, wie schnell die Granate losgeht, wenn wir die in dieser Stase halten. So, was haben wir hier Schönes? Irgendwas Gutes. Diese Dinger bedeuten immer nur positive Effekte auf uns. Maximale Macht erhöht. Siehst du? Lohnt sich. Es hat sich sehr gelohnt. Ich bin sehr zufrieden. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da mit interagieren kann. Von wo am besten? Von hier? Von der Plattform? Könnte, ne? Könnte sein. Hier ist auf jeden Fall ein versperrter Weg. Noch ein versperrter Weg und noch ein versperrter Weg. Was bist du? Ein Gerücht. Ach so. Ja gut, da geht es dann wieder in die Höhle rein. In die Mine. Okay, versperrter Weg. Aber wie kommen wir dann da rein? Was ist das denn? Okay. Weiß jetzt nicht, was da drunter ist. Ist da die Mine drunter? Oder was anderes? Was anderes Interessantes? Na komm. Okay, hier können wir nicht hoch. Die Dinger. Von der Plattform vielleicht. Vielleicht von da oben. Komme ich da hoch? So, was ist jetzt... Was ist jetzt hiermit? Wie komme ich denn hier durch? Aber dann nicht mit diesen Bomben, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht finden wir noch heraus, wie die Dinger aufgehen. Das ist auch verschlossen offensichtlich. Und das kriege ich so auch nicht auf. Okay, an diese Dinger kommen wir ja so langsam dran. Aber noch nicht ganz. Da komme ich auch nicht hoch. Wie komme ich da hin? Verdammt. Geschafft. Was denn? Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Oh, wir sind jetzt in diesem Gebiet. Lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Maren ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Okay, so kommen wir also da hoch. Bevor ich in dieses kleine Dörfchen gehe, um Grease zu finden, schaue ich mir das hier an. So, weil da komme ich an diese Seildinger. Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit, los! Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Der erste Schritt. Gulo und Guido lernen sich kennen und es verspricht eine höchst unkonventionelle, aber extrem langlebige Beziehung zu werden. Gulo und Guido? Wer? Wer ist das? So, was? Was? Okay, damit kann ich noch nichts machen. Damit geht noch gar nichts. Aber jetzt... Jetzt schaue ich mir doch mal an, was ich hier mitmachen kann. Wenn ich überhaupt was damit machen kann. Was bist du? Wir sind der Beschützer der Natur, offensichtlich. Was kann ich mit dir machen? Kann ich überhaupt irgendwas machen mit dir? Nein, das geht nicht. Ich glaube, ich muss die Dinger noch irgendwie aktivieren. Aber die sind halt momentan eben nicht aktiviert. Na gut, kommt ja vielleicht noch. So, wir sind jetzt hier in diesem Gebiet. So, was ist das? Versperrter Weg. Okay, das Ding wird mir sogar als versperrter Weg angezeigt. Immerhin weiß ich dann, dass ich da nicht weiterkomme. Wir gucken uns in diesem
Örtchen mal um. Komme ich überall rein? Hier schon mal nicht. Ihr seid aber nett, oder? Die Dinger schießen ja nicht. Oh, die sehen unfreundlich aus. Wenn ich näher rankomme, was passiert? Nichts. Ja, die beobachten mich nur, das ist okay. L2, okay. Hacken. Hey BD, hilfst du mir mal? Leg einen Zahn zu, BD1. Hacken? Wir sind ausgesperrt. Sehr gut, Kumpel. So, aber da komme ich trotzdem nicht durch. Oder kann ich wieder hacken? Nee, also die Tür, die ist zu. Da kann ich nichts machen. Und da scheint wohl jemand sehr darauf bedacht zu sein, dass eben niemand reinkommt. So viele Augen, die er da draußen hat. Komme ich irgendwie aufs Dach? Ja, das geht. Aber von hier oben kann man halt auch nirgendwo einsteigen. Oh, Moment. Oh, hallo. Was haben wir da drin? Ein Hemd, taktisch. Cool. Das ist aber was anderes, ne? Das ist nicht die Jacke, nein, das ist das Hemd. Überlebender oder taktisch? Nehmen wir. Ja, ich glaube, hier können wir ein richtig schönes, cooles Outfit uns zusammensetzen lassen. Wir müssen halt nur die entsprechenden Materialien und Dinge finden. Das ist halt, ja. Und das haben wir noch nicht. Was kann ich hier machen? Interagieren. Was? Was? Okay, ich kann da hinten rüber. Ohne, also ich kann jetzt gerade auch nicht springen. Das heißt, ich muss das Ding irgendwo reinsetzen, wo ich auch zu Fuß hinkomme. Nämlich hier. Aber was bringt das? Was ist das? Okay. Ich dachte, jetzt hat sich hier irgendwas geöffnet, aber das sieht nicht danach aus. Was hat das denn gemacht? Hier kann man vielleicht rein. Das hört sich nach Elektrizität an hier drin. Mal gucken. Das geht nicht. Hier geht's auch nirgendwo hinein. Ja, ich sehe, dass da irgendwas ist. Ich komme aber nicht hin. Okay. Hier können wir halt auch noch nicht rein. Hier vielleicht übers Dach. Das sieht nicht gut aus. Ach, das ist das Ding hier. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich momentan auch für uns gesperrt. Irgendwann können wir damit irgendwas machen. Wir gehen mal weiter. Wer bist du denn? Oder wer seid ihr denn? Rede mit... Ach, Guido! Wer ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Und Gunu. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wo ist die Kantine? Gleich da drüben, Neuankömmling. Kannst sie gar nicht verfehlen. Okay, interessant. Rede mit Gulu. Was? Nichts. Hi, du Störenfried. Hi. Ihr seid wirklich ein tolles Pärchen, muss ich sagen. Ihr passt so gut zueinander. So, hier ist auch nichts. Wir sollen also in die Kantina. Zur Kantina-Band. Ich hoffe, dass da auch die entsprechende Musik läuft. Ich bin gespannt.
So, die Kantina kann man kaum verfehlen. Ist es das hier? Bist du es? Oh. Nein, 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 nein. Oha. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Warte! Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Wow. Alter, wir sehen richtig cool aus. Also wirklich jetzt. Was sind das für große Schritte? Das wird nicht gehen. Oh. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber ja. Natürlich ist er gefälscht. Na, ein kleiner Frosch, der ist aber nicht so schlau. Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Glaube ich nicht. Solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Oh, oh, oh. Oh, wir mischen uns also ein. Genug. Geht einfach. Kann der was? Ja, ja. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Nette Waffe. Mal gucken, was er drauf hat. Also, fang mich! Nimm das! Ich... Los jetzt! Ich werde das schnell zu Ende bringen. Das denkst wohl nur du. Schnell ist er, ja? Das wird höllisch wehtun. Oh, du bist lustig. Ich hab nichts mehr. Roter Angriff. Verstehe ich, warum die. Das ist ein harter Gegner, aber ich hatte halt auch keine Stims mehr. Keine Stims. Sonst hätten wir den locker wegbekommen. Und das machen wir jetzt auch. Hoffe ich. Auch hier schon wieder. Müssen wir jetzt den kompletten Weg wieder machen? Das ist ja. Das ist traurig. Der Außenposten. Aber geredet haben wir doch mit allen jetzt, oder? Also ich muss jetzt nicht wieder alles nochmal starten. Zum Beispiel mit... Oh, oh, nein, muss ich nicht. Da ist der... Zeig. Zeig mal. Seht euch das an. Aktiviere. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. So nicht. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter. Ja? Wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dann. Das glaube ich dir nicht. Aber wir glauben ihm trotzdem, wie es aussieht. Vielleicht zieht er von dann, aber nicht friedlich. Wir sehen uns. Also Voldemort auf Steroiden. Ah, mein Retter! Ja, schön, lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1.
Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Tagel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Cal. Cool, danke. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Mhm. Danke. Okay. Die Prospektoren von Kobo. Boss besiegt. Zeig. Kobo ist relativ reich an natürlichen Mineralien und zudem von archäologischem Interesse und hat darum in den letzten Jahrzehnten immer wieder Prospektoren angelockt. Nicht alle von ihnen sind geblieben oder haben überlebt, aber die übrigen führen ein bescheidenes Leben und sind ständig auf der Suche, um es zu behalten. Okay. Zeig. Ravis können wir uns auch ansehen. Der Voldemort auf Steroide. Der Gendai Ravis ist der Anführer der Bedlam Raiders. Er befiehlt seinem Lieutenant Turgle zu töten, nachdem dieser ihm einen falschen Schlüssel verkauft hatte. Ja, ja. Haben wir diesen Zeig auch. Jetzt hier. Oh, Doma Dendra. Als inoffizielle Bürgermeisterin von Kobo hat Doma über die Jahrzehnte alle Höhen und Tiefen des Außenpostens erlebt. Die schwierigste ihrer vielen Aufgaben ist es, Turgle am Leben zu halten. Haben wir Turgle auch hier irgendwo? Nein. Okay. Vielleicht kriegen wir noch was Neues. Rede mit Turgle. Oh, Cal, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Klar. Gern geschehen. Und diese geschmeidigen Bewegungen, unglaublich. Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, wir haben doch Turgle. Ja, richtig, natürlich. Wir haben doch Turgle. Ist von Natur aus ein Blender und gerät immer wieder in Schwierigkeiten mit den Bedlam Raiders. Nachdem Cal sein Leben gerettet hat, fühlte Turgle sich dem Jedi verpflichtet. Vollkommen zu Recht. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten. Das glaube ich sogar. Ramblers Reach Außenposten. Am Fuß des Kobo-Gebirges, wo steile Hänge auf flache Talebenen treffen, liegt der Außenposten von Ramblers Reach. Er ist die älteste postrepublikanische Ansiedlung auf dem Planeten und liegt an einer staubigen Hauptstraße mit mehreren kleinen Seitenstraßen. Die wichtigsten Gebäude sind eine alte Kantina, die einem gewissen Greased Readers gehört, und ein Marktgeschäft, das von der de facto Anführerin der Stadt Doma Dendra geleitet wird. So, Greased Readers, da müssen wir hin. Das ist der, den wir suchen. Turgle, was möchtest du? Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. Entschuldigung, der feine Herr. Doma. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. So machen wir das. Bob. So machen wir das, meine Liebe. Kantina. Kann ich da jetzt einfach rein? Okay. Und bist du von Durst kurz vom Tod? Trink bei uns, sei kein Idiot. Und läufst du vor einem Blaster weg, lass dich nicht treffen, das wär Dreck. Komm in Pailun Saloon, was können wir für dich tun? Wow, dieser Reim. Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Potenziell. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, bitte? Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich. Ja, ein bisschen älter geworden, ne? Du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Ah, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Mann. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Aufs Haus, hoffe ich. Komm sofort.
Willkommen in Pylon Saloon. Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen. Von den Bedlam Raiders. Oh, nett. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, klar. Was? In Ordnung. Danke, Grace. Das gefällt mir gut, glaube ich. Ein Raum extra für uns? Eine Folterkammer wahrscheinlich. Setz dich hin, Trophäe erhalten. So, was haben wir hier bekommen? Grease Doritos. Ehemaliger Kapitän der Stinger Mantis ist der Besitzer von Pylon Saloon, einer verschlafenen Kantine im Außenposten von Rambler's Reach auf Kobo. Genau das ist der. Und unser Ziel ist hier unten wahrscheinlich. Was ist das? Monk ist der Druiden-Barkeeper in Pylon Saloon und Grease Geschäftspartner. Mit Hilfe seines enzyklopädischen enzyklopädischen Wissens über die Getränke behält er Unruhestifter unter Kontrolle. Das hoffe ich doch sehr. Untersuchen. Grease hatte schon immer ein Auge für abgefahrene Kunst. Oh. Ja, das ist wirklich abgefahren. Rede mit Grease. Das machen wir gleich. Ich schaue mich erstmal um. Viel los ist hier bestimmt nicht. Der nutzt das ja eher als Abstellkammer, anstatt das für Gäste bereitzuhalten. Wer bist du? Verzieh dich, Mann. Wie du meinst. Okay. Interessant. Warum hockt die da rum und man kann mit ihr interagieren, aber auch nicht wirklich? Zick! Du siehst nicht aus wie ein Raider. Nein. Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht, keine verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Druide ist niedlich. Das ist BD1. Ich bin Cal. Wurde auch mal Zeit, dass ein paar neue Gesichter in die Stadt kommen. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. Ja, Sig Sosa. Sig ist Mechanikerin und ein Tech-Freak und hat ihr ganzes Leben in kleinen Gemeinschaften im Grenzland verbracht. Sie hat ein Herz aus Gold und hilft Leuten in Not, ohne dabei jemals auf ihren persönlichen Gewinn zu achten. Das sind mir die Liebsten. Hallo. Hi. Wir antworten nicht mal auf sie. Okay, cool. Und wer bist du jetzt? Niemand. Untersuchen. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Auch das sieht aus wie eine Abstellkammer, ehrlich gesagt. Das ist alles nicht so wirklich schön. Untersuchen. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Das sieht sehr, sehr heruntergekommen aus. Moran. Nun, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was? Gibt's ein Problem? Ich könnte schwören, dass du vorhin da draußen einen Streit mit den Raiders vom Zaun gebrochen hast. Ich hab nicht angefangen. Nun, jedenfalls hast du es beendet. Das haben wir wohl. Wer bist du denn? Ich würde ja gerne plaudern, aber ich trinke lieber meinen Drink zu Ende, bevor der nächste Kampf beginnt. Der sieht ganz komisch aus. Ich glaube, der ist blau. Ja, hat gelbe Augen. Ist der von Pandora? Ich meine, das sieht sehr danach aus, Mann, oder? Ich brauche echt neue Freunde. Ach, Sig. Vielleicht welche, die keine Raider-Höhlen durchwühlen.
Ja, wir durchwühlen auch Raider-Höhlen, also sind wir wohl nicht dein Freund. Monk. Arbeitest du schon länger hier? Schon eine ganze Weile. Ich würde es nicht Arbeit nennen. Dafür bräuchten wir regelmäßige Gäste. Ein Jammer. Dieser Laden hat Potenzial. Genau das sage ich mir auch immer, Sportsfreund. Genau das. Ja. Warum gehst du nicht runter in den Keller und siehst dir deine neue Bude an? Wenn du dich ausgeruht hast, reden wir. Unsere neue Bude? Oh, Grease. Was hast du gemacht? Wo ist dieser Raum nochmal? Der Raum? Oh, Kleiner. Du wirst ihn lieben. Hinter der Bar rechts, durch die Küche und dann die Treppe runter. Kannst ihn gar nicht verfehlen. Okay, alles cool. Klar. Danke nochmal, Grease. Ja, du kannst mir danken, indem du ein wenig schläfst. Du siehst wirklich furchtbar aus. Na, danke. Ruh dich aus. Wir reden später weiter. Alles klar. Das heißt, ich möchte also hier runter, weil es hier nicht zu diesem einen Raum geht, oder? Oh, hier ist die Toilette. Ich will erst gar nicht wissen, wie das hierher kommt. Warum hebst du das auf? Alter, das kommt aus dem Klo.